Hallo Freunde und ein frohes neues Jahr. Ich denke, dass es an der Zeit ist, hier mal ein Thema anzuschneiden, das uns alle angeht, nämlich das Thema Toleranz. Und euch erklären, warum ich das für so immens wichtig halte, dass ich dafür extra eine Art Neujahrsansprache für euch mache. Im Allgemeinen halten wir uns für tolerante Menschen, weil wir Randgruppen oder Menschen zusprechen, die politisch oder personell benachteiligt sind oder dem Klischee nach in eine dieser Gruppen passen würden. Damit ist das gute Werk aber nicht wirklich getan und ich erkläre, was ich damit meine. Ich selbst halte mich ebenfalls für eine tolerante Person. Ich habe mich vor etwas über einem Jahr dazu entschieden, mir den Kopf kahl zu rasieren. Aus Gründen der Bequemlichkeit beim Tragen von Motorradhelmen, weil ich mir so besser gefalle, aber auch aus medizinischer Sicht, weil ich dadurch meine Haarschuppen losbringe. Zudem ist die Pflege sehr einfach. Aber warum erzähle ich euch das? Ich habe seit dieser Zeit unter einigen meiner Zuschauer einen Vereinswechsel feststellen können. Vor allem unter denen, die nur kurz reinschauen und sich noch kein Bild von mir machen konnten. Da gibt es dann die Pöbler, die in den Chat kommen und nichts Besseres zu tun haben, als den Glatzkopf zu beleidigen. Worte wie Eierbirne oder Fleischmütze sind dazu noch die harmlosesten, den Rest erspare ich euch. Dann gibt es da die politisch Rechtsorientierten, die nichts Besseres zu tun haben, als mich mit Nazi-Parolen vollzutexten. Entweder weil sie denken, dass mir das gefällt, oder weil sie mich in die rechte Schublade stecken und mich damit verarschen wollen. Dieses total unangebrachte Verhalten tritt allerdings nur dann auf, wenn ich während des Streams meine Facecam aktiv habe. Und zielt somit auf das Klischee, dass jemand, der Deutsch spricht und eine Glatze trägt, nur eine rechte Einstellung haben kann. Die Toleranz ist also bei ihnen da zu Ende, wo ihnen ein bestimmtes Klischee unterkommt. Diese Menschen können bei mir mit dieser Einschätzung allerdings nicht falscher liegen. Mir waren Herkunft, Hautfarbe und religiöse Überzeugung schon immer unwichtig bei der Einschätzung einer Person, sowie meinem Verhalten ihnen gegenüber. Ich habe ausschließlich gegen einen Schlag Mensch eine intolerante Einstellung und das sind Personen, die einfach so andere beleidigen, mobben oder verletzen. Das kann, will und werde ich auch weiterhin nicht hinnehmen und jede Person, die das macht, ausnahmslos und ohne Vorwarnung sperren. Ich würde mir wünschen, dass ihr alle einmal eure Einstellung prüft. Schließt nicht vom Äußerlichen auf das Innere. Vielleicht verpasst ihr so einen wundervollen Menschen, der euer Leben bereichern könnte, wenn ihr es zulasst. In diesem Sinne wünsche ich alle, die es möchten, weiterhin viel Spaß beim Schauen meiner Let's Play, Streams und Videos. Ein frohes neues Jahr.